S wie Spiegelneurone. Die Spiegelneurone. Sie gehören zu den Superstars der Hirnforschung. Keine andere Theorie erhielt so viel Aufmerksamkeit, und zwar sowohl in der Wissenschaftswelt wie auch in der medialen Darstellung. Dabei hielt die Euphorie um die Spiegelneurone Einzug in viele Wissenschaftsgebiete, so zum Beispiel in die Psychologie, in die Psychiatrie, in die Pädagogik, in die Kommunikationswissenschaft und in besonderer Weise in Psychotherapie und Coaching. In all diese Bereiche fand das neurophysiologische Konzept wohl deshalb so leicht Eingang, weil das Modell sehr plausibel klang und zugleich eine leicht nachvollziehbare biologische Erklärung für die vielfältigen geistig-sozialen Fähigkeiten des Menschen bot. In all den genannten Wissensfeldern wurde die Modellbildung insbesondere in den Themenbereichen Imitation, Empathie, Theory of Mind, Sprache oder auch Autismus durch die Entdeckung der Spiegelneurone maßgeblich beeinflusst. Spannend ist nun aber die Tatsache, dass das ursprüngliche Konzept der Spiegelneurone im Bereich der Neurowissenschaft auch viel Kritik erfuhr. Viele Annahmen mussten mittlerweile zurückgenommen oder zumindest relativiert werden. Die Modellvorstellungen in den anderen Wissensfeldern bleiben zum Teil bis heute davon unberührt. Das heißt, eine Anpassung oder Revision der bestehenden Modelle erfolgt außerhalb der Neurowissenschaft, wenn überhaupt, dann doch eher zögerlich und unvollständig. Hier bleiben die Spiegelneurone nach wie vor omnipräsent. So finden wir also momentan ein sehr heterogenes Nebeneinander, zum Teil sehr kontroverser Annahmen. Die einen sehen in den Spiegelneuronen regelrecht neuronale Alleskönner. Andere, wie der Hirnforscher Gregory Hickok, sprechen von einem Mythos, den es zu entzaubern gilt. Doch werfen wir einen Blick zurück. Spiegelneurone wurden bereits 1992 durch De Pellegrino und Kollegen nachgewiesen. In der Veröffentlichung von 1992 wurde jedoch nur über die Entdeckung eines Spiegelphänomens berichtet. Genauer wurden die neu entdeckten Zellen erst 1996 von Giacomo Rizzolatti und seinem Team an der Universität in Parma an Affen untersucht. Die Forscher beobachteten, dass jedes Mal, wenn ein Makak nach Futter griff, eine ganz bestimmte prämotorisch gelegene Neuronengruppe, und zwar im Areal F5, feuerte. Diesem Areal entspricht beim Menschen das Broca-Areal. Als dann ein Versuchsleiter Futter aus dem Behälter nahm, wurde er von einem Makaken beobachtet, dessen Nervenzellen in dieser Area F5 zeigten sich auch dabei aktiv. Das heißt, die Neurone im Areal F5 feuern, egal ob der Makak die Handlung selbst durchführt oder nur beobachtet, wie andere die Handlung durchführen. Rizzolatti und Kollegen übertrugen nun diese Entdeckung auf den Menschen und stellten die Hypothese auf, dass die nun als Spiegelneurone bezeichneten Zellen den Menschen dazu befähigen, die Absicht einer fremden Aktion instinktiv zu verstehen, indem der Mensch unbewusst die Handlung, die er beobachtet, neuronal simuliert. Doch können die Erkenntnisse vom Makaken so einfach auf den Menschen übertragen werden? Viele Forscher bejahen dies. Denn ein erster indirekter Nachweis für Spiegelneurone beim Menschen konnte 1999 tatsächlich erbracht und 2009 durch den ersten direkten Nachweis bestätigt werden.
Trotz aller Schwierigkeiten, Spiegelneurone auf direktem Wege nachzuweisen, zeigten dann immer mehr Experimente Hinweise darauf, dass Spiegelneurone in unterschiedlichen Arealen des Gehirns existieren. So zum Beispiel im motorischen Kortex, im Broca-Areal, im unteren Parietallappen, im ACC, im oberen Temporallappen und der Insula. Dadurch, dass immer mehr Spiegelneurone in verschiedensten Arealen postuliert wurden, sprachen Rizzolatti und andere Forscher ab 2002 nicht mehr von einzelnen Spiegelneuronen, sondern von einem Spiegelneuronensystem. Also es wurde nun ein weit verteilter Mechanismus postuliert. Dieser Mechanismus, getragen von Spiegelneuronen bzw. dem Spiegelneuronensystem, wurde nun als Schlüssel zur Erklärung vieler sozialer Fähigkeiten angesehen. So zum Beispiel dem Handlungsverständnis einer anderen Person, dem Gedankenlesen, der Nachahmung, der Kommunikation über Gesten und Sprache und vor allem sollte es der grundlegende Mechanismus sein, welcher den Menschen Empathie empfinden lässt. Wie steht es heute um diese weitreichenden Postulate? Gehen wir von den ursprünglich entdeckten prämotorischen Spiegelneuronen aus, so war hier die Vorstellung, dass wir Handlungen verstehen, weil die motorische Repräsentanz dieser Handlung in unserem Gehirn aktiviert wird. Auf das Spiegelneuronensystem und die Empathie erweitert, heißt dies, dass der Mensch Gefühle anderer Menschen mittels der Spiegelneurone erfassen kann, indem er innerlich imitiert. Das heißt also, Spiegelneurone ermöglichen dem Menschen eine automatische Simulation und darüber dann ein Verstehen. Viele Forscher, insbesondere aus den kognitiven Neurowissenschaften, verneinen dagegen, dass es überhaupt zu einer auf Simulation basierenden Spiegelung kommt und dass eine Spiegelung eine derart wichtige Rolle bei der Entstehung von Empathie einnimmt. Es wird sehr wohl anerkannt, dass Gehirnregionen mit Spiegelneuronen beteiligt sind, wenn wir Bewegungen erkennen und eventuell auch bei der Nachahmung von Bewegungen. Wohlgemerkt, erkennen und nachahmen, das aber heißt nicht verstehen. Handlungsverständnis, so argumentieren heute viele Forscher, kann mit einem Spiegelungs- bzw. einem Simulierungsmechanismus allein nicht erklärt werden. Denn wenn wir verstehen wollen, worin die Bedeutung von Handlungen besteht, so müssen wir weit über das motorische System hinausgehen. Die Bedeutung liegt nicht einfach in der Bewegung oder in der Simulation. Im Motorsystem, da werden wichtige Informationen gespeichert, wichtig für Wahrnehmung und Bewegung. Aber diese Information ist nicht so bedeutungstragend, dass sie ein differenziertes Verständnis ermöglichen könnte. Spiegelneurone helfen uns dabei herauszufinden, was eine andere Person gerade macht. Es wird heute aber sehr wohl kritisch gesehen und eher bestritten, dass sich uns dadurch auch wirklich erschließt, warum die Person dies tut. Ähnliches gilt auch für die Empathie. Ja, es gibt Nervenzellen im menschlichen Gehirn, die sowohl beim Beobachten wie auch beim Erleben desselben Gefühls aktiv sind. So zum Beispiel im zingulären Kortex, eine Region, die nicht zu den klassischen Spiegelneuronen gehört, die aber mittlerweile zum erweiterten Spiegelneuronensystem gezählt wird. Für Rizzolatti und andere Forscher stellen die Spiegelungseffekte im zingulären Kortex Prozesse dar, mit denen sich Gefühlszustände von zwei Menschen angleichen und so Empathie entstehen lassen. Doch, kritisch gefragt,
Machen uns Spiegelneurone empathisch, bloß weil sie die Emotionen unserer Mitmenschen nachzeichnen? In einer Übersichtsarbeit von 2021 kommt ein australisches Forscherteam zum Ergebnis, dass in den meisten Studien zum Thema Spiegelneurone und Empathie ein zu einfaches Empathieverständnis vorherrsche. Empathie, so die Forscher, gehe über das bloße Imitieren von emotionalem Verhalten hinaus. Neurone im singulären Kortex können sehr wohl wichtig für die Entstehung von Empathie sein, doch die pauschale Behauptung, dass Spiegelneurone uns empathisch machten, sei zu vereinfachend und, so die Forscher, es vernachlässige, dass etwas so Komplexes wie Empathie und Mitgefühl durch das Zusammenspiel zahlreicher Hirnregionen erst entsteht. Insgesamt, so die Forscher, sei die Studienlage aber immer noch zu dünn, um ein abschließendes Urteil fällen zu können. 2021, also im gleichen Jahr, veröffentlichten Caroline Cadmore und Cecilia Hayes von der University of Oxford ein Resümee über das in den letzten 30 Jahren gesammelte Wissen zu den Spiegelneuronen. Das Fazit der britischen Expertinnen klingt ernüchternd. Die Spiegelneurone können uns demnach dabei helfen, Bewegungen zu erkennen und auch zu imitieren. Außerdem trügen sie zu bestimmten Aspekten des Sprachverständnisses bei. Zu ihrer Rolle bei der Entstehung von Empathie und der Theory of Mind äußern sich die Forscherinnen sehr zurückhaltend und relativieren die älteren Postulate. Halten wir fest: Zwischenmenschliches Miteinander läuft im Gehirn auf mehreren Ebenen ab. Eine davon besetzen die Spiegelneurone. Dies tun sie wahrscheinlich, indem sie eine beobachtete Handlung als solche zunächst einmal registrieren, Aktionen vor allem motorisch nachvollziehbar machen und eine Nachahmung erleichtern. Dies kann einen Grundstein für ein soziales Miteinander legen. Gilt es jedoch, sich in ein handelndes Gegenüber hineinzuversetzen, sein Handeln wirklich zu verstehen und seine Gefühle mitzuempfinden, so müssen andere, kortikal-limbische wie auch assoziative Systeme, dazukommen. Spiegelneurone. Alleskönner oder nur ein Mythos? Oder sind sie schlicht Opfer ihres Ruhmes geworden? Einfach deshalb, weil ihnen zu viel zugetraut wurde. Nicht einmal bei dieser Einschätzung sind sich die Experten heute einig. Während zahlreiche neuere Einschätzungen die Rolle der Spiegelneurone sehr viel zurückhaltender beurteilen, vieles verwerfen, den Begriff der Spiegelung teilweise sogar wieder verlassen, legt Rizzolatti neue Arbeiten vor und spricht ganz aktuell von einer Renaissance des Spiegelsystems. Nun in der Neurologie. Die spannende Kontroverse ist also noch nicht an ihr Ende gekommen. Mit dem Wissenschaftsjournalisten Anton Benz mag man da fragen: Spieglein, Spieglein, nah meiner Stirn, was macht ihr bloß in meinem Gehirn?